Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sandra Rose Fröhlich. Heute mal mit einem ganz anderen Thema außer Ernährung, und zwar Verhaltensänderungen. Und zwar benötigt ihr mindestens zwei Dinge, um das persönliche Verhalten zu verändern. Erstens, das Gehirn ist bequem unterwegs, das heißt, wir rutschen immer gerne in alte Verhaltensmuster zurück. Und das Gehirn braucht Zeit für Veränderung. Wie bekommen wir die Veränderung hin? Was ist sozusagen notwendig für die Verhaltensänderung? Das erste ist, dass wir keine spontanen Entscheidungen treffen sollten, sondern wir in der Regel denken. Also wir vorher ganz viel überlegen, bevor wir festlegen, was wir verändern. Und das Besondere für die Veränderung ist, dass wir positiv in die sozusagen Zukunft der Veränderung gucken, also Glückshormone ausgeschüttet werden. Also behaltet im Kopf, ihr müsst ganz viel überlegen, das tun wir natürlich meistens automatisch. Das heißt, wir überlegen, wie wir was verändern können, das kennt ihr sicherlich alle im Alltag. Das heißt, wir denken und überlegen und denken und denken nochmal und überlegen, bis wir dann endlich eine Entscheidung treffen und dann die Verhaltensänderung kommt. Es gibt natürlich auch Lebenssituationen, in denen wir Verhaltensänderungen nicht spontan, die wir natürlich spontan ändern und an der Stelle nicht immer so lange überlegen. Meistens sagt man dann immer, war es für uns persönlich schlimm genug, dass das Verhalten dann geändert wird. Das kennt ihr wahrscheinlich immer vom Rauchen, wenn die Leute ganz plötzlich spontan aufhören zu rauchen und das nie wieder tun. Genauso ist es bei denen, die lange überlegen und wenn es dann mal schlimm genug mit dem Rauchen war, sie eventuell aufgehört haben. Also schaut euch einfach euer eigenes Verhalten an. Viel Spaß bei der Verhaltensänderung, eure Sandra. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf euch.